Grüezi, Servus, Hallo, Swiss hier, heute mit Teil 3 unserer Folge Swiss Fatal. Mit im Spiel sind dieses Mal der Snake in seiner Lion und The Ghost Bobo mit seiner Mars. Ja, um eine Frage vorweg zu beantworten, machst du das absichtlich? Nein. Also Leute, bei aller Liebe nicht. Aber es ist eine schöne Frage, aber nein. Ich sterb nicht gerne so, oder ich sterb nicht gerne dann, oder... Ist nicht mein Ding, ja, aber passiert. Wo gehobelt wird, da fallen Späne und Swiss Fatal ist Swiss Fatal, also natürlich machen. Aber ich lasse euch wenigstens an meinem Fatalismus teilhaben, könnt euch drüber amüsieren. Der eine oder andere lernt vielleicht was draus. Ich persönlich lerne aus solchen Sachen nicht allzu viel, weil das, was mir jetzt passiert ist, passiert mir schon zum vierten Mal. Nur, dass es dreimal gut gegangen ist und dieses Mal eben nicht. Aber Pech zu haben ist das eine, obwohl ich schon bald können sagen muss. Aber mein Gegenüber macht natürlich eine Aktion, die ist Elite. Und ich sage euch, wenn der das so gewollt hat, dann ist der Typ echt gut. Ne? Dann hat er eine Glaskugel am Tisch stehen und wusste ganz genau, da bleibt der, ne? Da liegt die hier, ne? Im Argen und da machen wir jetzt das und dann klappt das schon. Ihr werdet sehen, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich behaupte jetzt mal eher, es war Glück und Zufall gemischt mit Können. Und dementsprechend sage ich meine Hochachtung an meinen Gegner, da wird ich klasse gemacht. Genauso klasse, wie ich meine Aktion gemacht habe. Haben sich zwei klasse Leute getroffen. So, wir entscheiden uns, auf dieser Map nach links zu ziehen, weil links sind zwei Schlachtschiffe und zwei Schlachtschiffe alleine gegen zwei Zerstörer. Und einer von denen wird ganz sicher da hinten spawnen, ist nie eine gute Idee. Darum ziehen wir also rüber. Bobo innen, ich außen noch. Und zu meiner Verwunderung, aber trägt zum Unterhaltungswert bei, fährt die Richelieu nach vorne. Und ich dachte mir so, okay, Junge kannst du grundsätzlich machen oder Mädel, ist ja wurscht. Aber warum? Guck mal, guck auf die Minimap, es kommen zwei rüber, die sind zum Aufklären da und die können dir viel Arbeit und Leid abnehmen. Aber nein, die Richie ist so motiviert, dass er sagt, ich muss jetzt hier vor. Ihr benutzt ihr, ich muss jetzt hier vor. Also, offen ist es schon, weil die ersten Bullets kamen schon zu fliegen. Und meistens ist das so, dass sich auch da so gewisse Sachen ein bisschen steigern, ne? Also, frontal kam es nicht so dolle, aber in wenigen Augenblicken kommt es von rechts ein bisschen doller. Und das ist was keiner in seinem Schiff haben möchte, aber es passiert. Ich möchte ja meinen Kunststück auch nicht jedes Mal nicht vorführen, aber es passiert. Und wir sehen jetzt demnächst, jawohl, der JB-Faktor, ne? Also bei Jean Bart will man nicht am Empfängerende sein, aber manchmal ist man's. So ist das Leben. Egal. Die Richie hat ein bisschen Leben verloren. Was auch immer die jetzt mit dem Kaspert. Wir fahren jetzt auf jeden Fall aufs Cap und haben so ein bisschen spekuliert, der könnte links sein, da wo diese schicke Öffnung ist. Und dementsprechend war der Plan klar. Rechts einschlagen, links umlenken und dann in die Lücke rein. Bobo geht vor. Snake macht sich hinten ein bisschen gemütlich. Und, so, ich lenke also hinterher. Wir wurden entdeckt. Für uns noch nicht ganz klar, geradeaus oder links, aber wir spekulierten jetzt auf links. Und, mal liegt man richtig, man liegt mal daneben. In unserem Fall lagen wir richtig. Und, in dem Moment, wo ich eigentlich noch probiere, meine sieben Sinne zu sortieren, sagt Bobo, links, Akizuki, Feuer frei. Und ich sage, jawohl, mein Freund, Feuer frei. Die kriegen wir. Ich habe die Chance unterm Arsch. Ich habe mit der schon Zerstörer zerlegt. Kriegen wir hin. So, erster Versuch. Und ich bin völlig im Fokus. Ja. Ich bin im Tunnel. Ich bin im Tunnel. Und im Tunnel zu sein, ist scheiße in einem Kreuzer. Vor allem, wenn er den Arsch nicht rumkriegt. Denn neben dem, dass man aufs gegnerische Schiff schießt, sollte man noch lenken. Über eine Insel schießen ist nicht gut. Junge, guck doch lieber nach... Genau. Hoppala! Hat Papa Swiss aufgesetzt. Und da kommen vier Torps. Und jetzt sage ich... War das gewollt? Chapeau und meine Hochachtung. Ich komme da nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Vorwärts, rückwärts, links, rechts geht nichts mehr. Aber der junge Mann oder die junge Dame hat eine Elite-Leistung vollbracht. In diesem Sinne, hoffe ich, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Für die Neuen lasst doch ein Abo da. Ansonsten, wie immer, alles Liebe, alles Gute. Macht's gut, euer Swiss.